Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. In den nächsten 2 Jahren habe die Regierung vor, die langfristige Entwicklung des Landes, mit der 2010 angefangen wurde, weiter zu beschleunigen, erklärte Viktor Orbán auf der Pressekonferenz zur Jahreseröffnung. 2,5 Stunden lang beantwortete der Ministerpräsident die Fragen ungarischer und ausländischer Journalisten. Die Lohnerhöhungen werden fortgesetzt, die Wirtschaftsleistung nähert sich immer stärker an die EU an und wenn alles gut läuft, können nächstes Jahr auch Frauen mit 3 Kindern Befreiung von der Einkommensteuer genießen. Kürzlich wurde das Krankenhaus in Bolasoy-Jormat komplett renoviert. Die Entwicklungen würden auch den Komfort der Patienten erhöhen, sagt der medizinische Direktor des Institutes. Dies will die Regierung auch in allen Gesundheitseinrichtungen erreichen. Der Ministerpräsident sagte, es sei an der Zeit, die Räume zu renovieren, in denen sich die Patienten am meisten befinden. Es geht allen anderen Entwicklungen in diesem Jahr voraus. Gleichzeitig kündigte der Regierungschef an, dass er den zuständigen Minister anwies, die Schuldenakkumulation der Krankenhäuser zu beenden. Im Jahr 2020 kann kein Krankenhaus Schulden akkumulieren, kündigte Orbán Viktor an. Lohnerhöhungen wie Entwicklungen und Familienförderung werden durch die gute Wirtschaftsleistung ermöglicht. Im Zusammenhang mit dem Letzteren kündigte der Ministerpräsident an, es werde einen neuen Familienschutzplan geben. Er möchte, dass dieser auf die Befreiung von der Einkommensteuer ausgeweitet werde. Ich möchte im nächsten Jahr das, was wir Müttern mit 4 Kindern eingeführt haben, auch auf die Mütter mit 3 Kindern erweitern, sagte der Ministerpräsident. Es werde einen weiteren Aktionsplan für den Schutz der Wirtschaft geben, denn nur so könnte sichergestellt werden, dass die Dynamik der ungarischen Wirtschaft erhalten bleibe, betonte der Ministerpräsident. Das Ziel der Regierung ist es, das ungarische Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Jahren um mindestens 2 Prozentpunkte über den durchschnittlichen Wachstum in der EU zu halten. Die Regierung entschied über das Energie- und Klimaschutzprogramm 2030. Morgen werden die Details angekündigt. Viktor Orbán erwähnte ein paar konkrete Maßnahmen, und zwar die Nutzung von Bussen mit elektrischem Antrieb in den größeren Städten, die Befreiung von Flüssen von PET-Flaschen und die Schließung illegaler Mülldeponien. Bis 2030 könnte die ungarische Energieerzeugung zu 90% klimaneutral werden. Wenn die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Porsche fertig wird, werden neue Solarkraftwerke gebaut. Dem Militärbefehlshaber zufolge seien die im Irak stationierten Soldaten unversehrt. Vor 1,5 Tagen sind Raketen in Erbil in der Nähe der Basis der ungarischen Soldaten eingeschlagen. Wenn es nötig ist, bringen sie sich in Schutzbunkern in Sicherheit und tragen splittersichere Weste und Helme. Auf alle auftretenden Probleme sind sie vorbereitet. Der irakischen Regierung nach sollen die ungarischen Soldaten das Land jetzt noch nicht verlassen, also vorerst bleiben sie dort. Im Notfall evakuieren die ungarischen Streitkräfte sie aber sofort. Verteidigungsminister Tibor Benkő sprach sich mit dem Kommandanten des im Irak stationierten ungarischen Militärkontingentes per Videokonferenz ab. Oberstleutnant Sándor Forkas berichtete, die ungarischen Soldaten wären für alle erdenklichen Szenarien gerüstet. Tibor Benkő führte aus, man würde die Geschehnisse in den Einsatzgebieten des Kontingentes ständig und genauestens mitverfolgen und dadurch vorausschauend agieren. Die Sicherheit der ungarischen Truppen genieße nämlich oberste Priorität. Später informierte der Verteidigungsminister den Parlamentarischen Ausschuss für Verteidigung und Rechtsdurchsetzung über die ungarische Mission im Irak. Diesbezüglich sagte Tomás Horongosu, Abgeordneter der Partei MSP, der Verteidigungsminister hätte eine umfangreiche Auskunft über die Lage der Soldaten im Irak und über einen eventuellen Evakuierungsplan gegeben. Der Oberbefehlshaber der Armee hat mich überzeugt, man habe alle notwendigen Maßnahmen für einen möglichen Evakuierungsszenario getroffen. Rettungspläne, falls man ungarische Truppen abziehen oder gar vor Ort lebende ungarische Menschen evakuieren müsse, seien fertiggestellt, sagte Tomás Horongosu. Lajos Kósa, Vorsitzender des Verteidigungs- und Rechtsdurchsetzungsausschusses, erklärte, das internationale Engagement der Einsatzkräfte im Irak habe sich nicht verändert. Somit würden auch die ungarischen Soldaten ihren zugewiesenen Dienst weiterhin nachgehen. Viktor Orbán kündigte an, Péter Szijjártó werde am Freitag am Sondergipfel der EU-Außenminister in Brüssel teilnehmen. Ziel des Treffens sei die Erarbeitung eines gemeinsamen europäischen Standpunktes bezüglich der Lage im Irak und Iran.
Zum ersten Mal in Ungarn haben Liebespaare ihre Vorhängeschlösser an einem Zaun in der Janus-Pannoniu-Straße in Pécs angebracht. Bald jedoch erwies es sich zu klein und weitere Liebesschlösser tauchten an einem ähnlichen Zaun auf. An der Wand hängen Schlösser in verschiedenen Farben, Mustern und Größen. Die Installation der Schlösser ist so beliebt, dass die Wand mehrmals erweitert werden musste. In 2013 wurde eigens für diesen Zweck eine Vorhängeschlusswand am östlichen Ende der Fußgängerzone von Pécs errichtet. Die beliebteste und meistbesuchte Touristenattraktion von Silvasvárad ist der im Szalai-Kotár liegende 18-stufige und 17 Meter hohe Schleierwasserfall. Der Szalai-Bach fließt im Tal, es ist mit dem Auto gut erreichbar und bietet somit ganzjährlich eine tolle Wander- und Fahrradroute für Familien- und Ausflugsliebhaber. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.